Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Bus Simulator. Mit dabei der liebe Batix. Servus Batix. Servus Tiger. So. Ich muss jetzt erstmal schauen, wo mein Bus unterwegs ist. Ich muss mir erstmal eine Route aussuchen. Irgendwie. Ich fahre Route 4. Ja, genau. Die, wo ich gerade gestartet habe. Route deswegen. 4. Ach, deswegen, weil ich gerade Route 4 gestartet habe. Ja. Wollte aus dem Spaß Weg! Haben. Meine Bushaltestelle. Warum kann ich jetzt keine andere Route auswählen? Ah, hä? Wo bist du? Ja, hinter dir! Hinter mir. Ach so, hä, ich fahr nicht mal. Ja, bitte, verpuffe. Jetzt fahr ich nämlich erst. Jetzt habe ich wegen dir schon 20 Sekunden Verspätung. Hm. Hey, ich kann hier nichts machen, ich bin nicht mal gefahren, der wollte mich hier nicht fahren lassen. Was? Das ist auch klasse, Digga, dass ich dir halt direkt jetzt hinterher fahren muss. Was? Fahrgast nicht mitgenommen? Wo denn? Oh, ich habe gerade eine rote Ampel übersehen. Ja, ich auch. Ja, ich glaube, du warst gerade an der Bushaltestelle und hast dich angehalten. Ja. War da eine Bushaltestelle? Ja. Oh, habe ich gewusst. Ne, eigentlich überhaupt nicht. Warum höre ich eigentlich die anderen Leute nicht, wenn die reden? Keine Ahnung. Normale Fahrkarte, ein Pfeil und... Ach komm. Muss ich gleich mal gucken. 17,80 €. Wenn die bei mir reden, schlägt der Gato eigentlich schon gut aus. Bei was ist die bei dir? Bei minus 7,2. Ich hab die. Nein, für... Nein, ich mein... Was? Ja, vom Lautstärkepegel her ist die bei gelb, bei grün oder? Fängt bei gelb an. Ja, ich hab... muss ich schon noch ein bisschen. Ja, ich habe extra ein bisschen lauter gemacht für dieses Spiel, dass man den Spielsound ein bisschen hört, auch die Leute im Hintergrund ein bisschen labern hört. Ja. Habe ich dich jetzt eigentlich schon wieder lauter gemacht mal? Weiß ich nicht. Ich ja, hab... ich glaube schon. Ja, doch, glaub, einmal habe ich mich lauter gemacht. Okay. Ich weiß ja nicht, wie ich bei dir gerade ausschlag vom Pegel her. Ich mach jetzt meine Fahrerpause kurz. Was? Welcher Arsch fährt mir jetzt da hinten rein? Weg dein Hintern da vorne! Ich hab schon Verspätung wegen dir! Hackt's oder was? Hey, wegen ihr Hintern weg! Hallo! Unfall! Ihre Nummer! Hallo! Ja, ich brauche Ihre Nummer da, alles mögliche. Hallo, Sie haben meinen Bus zerstört. Hallo! Sie haben meinen Bus zerstört! Sie haben meinen Bus zerstört! Sie haben meinen Bus zerstört! Verdammt! Hallo! Sie haben meinen Bus zerstört. Hallo! Dich darf ich überfahren. Ach so, ja klar. Ich glaube auch. Bei dir ist kein Problem. Jetzt bin ich vor dir.
Was ist los, mein lieber Bartix? Nix. Fahren wir eigentlich gerade beide die gleiche Route? Ja. Ist doch auch cool. Ich muss jetzt einmal die Route 4 abfahren, gerade. Wegen der Mission. Kaffee. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Machen mir ein schlechtes Gewissen. Ich sollte mich wirklich mehr bewegen. Einfach. Danke. Hey, zahl mal passend. Ich saß da gerade nicht mal im Bus drin. Das Schild immer. Ja. Hervorragend. Der Geschäftsmann hat den Bus mit seiner Werbung schon gesehen und ist begeistert. Tja, so geht Business. Trish und ich haben weitere Schritte besprochen. Als nächstes ist die Verbindung von Oakwood nach West Oakwood dran. West Oakwood ist eine gute Gelegenheit, dein Busunternehmen weiter auszubauen. Und es hat ein tolles Nachtleben zu bieten. Die kulturellen Angebote warten nur darauf, entdeckt zu werden. Bei Tag und bei Nacht. Tolle Idee. Lass uns auf der Strecke von St. Anthony nach West Oakwood mehr Haltestellen in Betrieb nehmen, damit wir auch auf dem Weg von Oakwood zurück anhalten können. Die Menschen warten doch nur auf eine Chance, West Oakwood zu besuchen. Augenblick da. Hier, bitte. Klar. Oh ja, einmal Fahrkartenkontrolle noch. Yeah. Hier ist sie. Ja. Was? Ach so, hier. Hier ist die Fahrkarte. Alter? Du Fettsackst, so breit bist du jetzt auch nicht. Komm rein jetzt. Katze, sie heißt hier bitte. Na klar, hier, bitte. Egal, das gibt's nicht. Ja, Arschloch. Ja, genau. Was ist das? Alle haben sie eine Fahrkarte, oder wie? Bei mir zwei nicht. Digga. Du bist schwul, geh aus meinem Bus raus. Digga, er hat einfach pinke Haare. Einfach pinke Haare. Bundeswehrkern und pinke Haare. Alter. Was? Ja, nein. Ups. Die Leute reden über die merkwürdigsten Sachen im Bus. Also, eins muss ich immer sagen, ich finde es immer genial, wie schlecht die Bremsen teilweise sind. Ja. Also bei mir backt es gerade schon wieder irgendwie ein bisschen. Steht auch noch ein Mercedes vor mir. Junge, hör mal auf mit Randstein-Couch hier. Ich hatte frei bis jetzt immer noch keinen Rollstuhlfahrer. Echt jetzt? Mhm. Das Glück habe wahrscheinlich nur ich. Ja, das glaube ich auch. Das Gefühl habe ich auch manchmal. So, einmal schauen. Alle Fahrgäste draußen? Jawohl. Die Junge, zu viele Leute reden auf einen Haufen. Was nicht Arschtritt, Haarschnitt, was? Alles klar. Okay, hallo? 20.000 Euro Schaden. Ach okay. Nee. Was? Und ich hab gehofft, dass ich jetzt dann... Ja, ja.
dass du jetzt dann warst? Einen neuen Bus kaufen kann. Ja, was kann ich dafür, wenn die blöde Sau mir vor den Bus rennt? Nix. Hallo. Hallo. Fahr mal einen Meter weiter vor, was soll denn das hier? Ich muss hier hin. Meinst du mich? Ja! Oh, Entschuldigung. Ich wechsle jetzt eh. Was war das gerade für ein Fail? Digga, ich habe gar nichts gedrückt. Mein Bus fährt einfach aufs andere Auto vorne drauf. Ich glaube auch. Also heute backt das Spiel natürlich mal wieder richtig. Ach ja. So. Nochmal wie war's? Nochmal. Ah, drei war's. Das, was so Batik so liebt. Was? Ach, nix. Sag doch. Nee, nee, ich sag's lieber nicht. Doch, sag. Ernsthaft jetzt? Was? Mit deinem scheiß Zeitreisen hier jedes Mal. Sind wir bei Zurück in die Zukunft oder was? Nein. Ja, anscheinend schon. Digga, ich weiß nicht, wo ich hinfahren muss. Zur nächsten Bushaltestelle. Ja, mir zeigt's nichts an. Da muss ich eine Route wählen. Achtung, Route 3 fahre ich. Wo ist es mit dem langen Bus? Was ist mit dem langen Bus? Ja, mit dem Ziehharmonika-Bus. Wo fahre ich den? Den bin ich doch gerade vorhin auch gefahren. Ja, das ist meiner. Den fahre ich gerade. Und wie kannst du den auswählen? Ich habe nur einen. Hä, du hast nur den Bus oder wie? Ja. Ich kaufe. Also entweder können wir den fahren, wo ich hab. Oder. Digga, was ist jetzt los? Oder den, wo du hast. Mercedes haben wir auch noch. Aber auch kein Ziehharmonika. Eine Fahrkarte, bitte. Union einfach. Danke. Ansonsten kannst du auch bei mir mit einsteigen als Fahrkartenkontrolleur mal, wenn du willst. Ist meine Fahrkarte noch gültig? Ah, ich bin gerade irgendwie ein bisschen verwirrt irgendwie. Ja, der fährt da vorne sowieso nicht, da mache ich jetzt meine Pause. Nein, nicht sitzen. Ich. Mit lauter dir zuhören. Danke. Ich glaube, wir sind in der. Weil direkt mich das Spiel auch schon wieder ein bisschen auf. Ja. Junge, ich will mich nicht hinsetzen. Digga, also jetzt. Wenn sie jetzt mal weiter so backe, dann mache ich das Spiel aus, ganz ehrlich. Also heute ist echt so schlimm. Wenn die dumme Sau steht hier auf der Straße, spielt. Digga, Tennis-Outfit und High Heels an. Ja, hier? Sportlich wirken. Wenn sie elegant dir. Ja, was ist los hier? Warum fahrt die ganzen Vollidioten nicht? Wirklich. Also,
Junge, muss man dir jetzt beim Anschieben helfen oder was ist los? Ich glaube, ich muss die Route einmal komplett abfahren, dass es zählt. Außer 21.53 Uhr zählt noch nicht als Nacht. Nein, will ich nicht. Du sollst losfahren, du blöde Sau. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Hi. Nur hin, bitte. Tageskarte. Danke. Hey, mal wieder passend. Ich brauche einige. Digga, also jetzt. Tageskarte 2. Komm, steig aus. Ein Bus kommt niemals zu spät. Trifft genau dann ein, wenn er es beabsichtigt. Ey, es klaut die dumme Sau mein Bus, oder was? Wenn du zu blöd bist, du alte Schachtel, um hier wegzufahren. Wie bescheuert muss man sein, echt? Fährt jetzt ernsthaft mit meinem Bus weg. Ich hab die hat einen Arsch offen, die blöde Sau. Hier ist sie. So eine dumme Fahr. Klar. Immer diese Fahrkarten. Was? Achso, hier. Hier ist die Fahrkarte. Wenn ich jetzt wieder keinen Schwarzfahrer habe, also dann. Ich hab sie doch schon gezeigt. Ah, doch. Ich hätte den Bus fast verpasst und hab dann vergessen, eine Fahrkarte zu kaufen. Sorry, ich hab ganz vergessen auszusteigen. Ah. Bartix, lässt du bitte noch den Fahrgast aussteigen? Ja, lass ihn aussteigen. Ich mach Fahrkarte kontrollieren. Hab ich gerade gemacht. Sie waren schon bei mir. Bei allen. Bei dein allen. Bus ist immer so full. Ich setz mich jetzt einfach mal hier hinten hin. Nee, ich setz mich ganz vorne hin. Hallo, da ist mein Platz. Halt nicht. Nee. So. Kommt also kann ich mich ganz hinten nicht hinsetzen? Keine Ahnung. Was? Aua, deine Nase, hä? What the fuck? Hast du jetzt die Tür gegen die Nase bekommen oder was? Die läuft auch wie eine Ente. Ja, so ist das. So. Jetzt kommt noch die letzte Haltestelle. Hab ich ihn schon gezeigt? Wo ist dann die eine jetzt hin, wo der noch eingestiegen ist? Sie haben meine Fahrkarte. Also zwei Leute eingestiegen. Keine Ahnung. Eine ist mit Maske eingestiegen. Nein. Tschüss. Ciao. Yeah. Wir haben große Fortschritte gemacht. Das Glück scheint uns heul zu sein. Wir sollten das Streckennetz ausbauen. Da muss ich widersprechen, Mira. Es wäre am besten, zunächst eine solide Basis zu schaffen, bevor wir fahren wir weiter. Na schön. Dann sollten wir unsere Glückssträhne nutzen, um eine solide Basis aufzubauen. Oh. Transit-Terminal. Ist auch gut auf 2, Allende Park auf 2. Okay. Mit Transit kann ich verbinden. Da, Junge, das spinnt so. Echt jetzt? Ja, bei mir richtig. Okay. Hallo. Ja. Ey, guck mal, du hast auch hier so einen Corona-Schutz dran. Ich weiß. Spuckschutz, deswegen brauche ich nicht so wie du eine Maske zu tragen. Ich sag jetzt das andere Wort nicht. Senioren einfach einmal. Was wolltest du?
sagen. Nix, nix. Aber Leute, an dieser Stelle war es das mal wieder mit unserem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Boah, war das knapp. Dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Schaut beim Bartix vorbei, Link wie immer in der Videobeschreibung oder einmal direkt über mir auf dieses B drücken, dann kommt ihr zum Bartix auf den Kanal. Gebt auch ihm einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. An dieser Stelle, Servus. Servus.